So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Servertron. Und zwar gehe ich mich heute als Santa aus, denn es ist ja heute der zweite Weihnachtstag und ich dachte mir, da müssen wir auf jeden Fall mal einen Weihnachtstroll machen. So, hier sind da schon so zwei kleine Jungs und hier habe ich schon ein Schild hoch, fröhliche Weihnachten, war der auch artig. Und sieht schon, der hat ihn geschlagen, deswegen der war nicht artig. Aber der ist trotzdem irgendwie runtergesprungen. Warum auch immer. Ja, das tut mir leid, du, das war wohl nichts. Wow! Aber keine Angst, Leute, Wasser. So, wenn sie nämlich artig gewesen wären, dann hätten sie hier was ins Gesch... Ja, ein Geschenk bekommen. So, aber ihr seht schon, die schreiben irgendwie nichts in den Chat, also irgendwas stimmt da nicht. Wahrscheinlich denken sie so, scheiße, Leute, Santa hat uns gefunden und der weiß, dass wir einfach nicht artig waren. Jetzt holt er noch die Route raus. Ja, Leute, vielleicht kennen das noch einige. Also, wer die Route kennt, der kann es ja mal in die Kommentare... Das sieht aus wie so eine Route, ne? Der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Es gab früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so gibt beim Weihnachtsmann. Aber früher war es so, da kam immer der Weihnachtsmann an und der hatte einmal einen Sack mit Geschenken und eine Route dabei. Hat er erstmal so die Liste vorgelesen mit den Sachen, die man so, ja, als kleines Kind halt falsch gemacht hat. Kann man sagen so, ja, also du hast das und das falsch gemacht, aber das und das auch gut. So, dann hat er so ein bisschen gedroht mit der Route. So, natürlich hat er nie geschlagen oder so, aber es gab den Weihnachtsmann. Und bei einigen, ich weiß nicht, also es gab, glaube ich, sogar Fälle, wo, ja, naja, aber, naja, auf jeden Fall, ich glaube, den Weihnachtsmann mit der Route, das werden auch einige können und kennen. Und jetzt ist auch schon den, der baut sich hier erstmal das Haus wieder neu. Was ist denn hier passiert? So, da wollen wir mal hier mit der Route kommen, ne? Vielleicht mal gucken, ob er sieht. Guck mal, jetzt sammelt er das ein und denkt sich so, hä? Ich habe eine Route. Oder gibt es, vielleicht gibt es ja in Minecraft sogar eine Route, wer weiß, ne? Er denkt wahrscheinlich so, oh, der war doch schon artig, kleine Kinder. War doch schon artig. Mein lieber Amanduduka und mein lieber Minocraft 12. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind Brüder. Warum auch immer, ne? Wahrscheinlich, weil sie gemeinsam hier in so einem schönen Weihnachtshaus sind. So, was schreiben sie hier? Die schreiben gar nichts. Die Lübbel hier. Oh, er hat geschrieben, ich habe ein toter Strauch bekommen. Ein toter Strauch. Wow, und der hat er auch gleich gepflanzt. Ich glaube, der fühlt sich ganz toll, so zu Weihnachtsgeschenk. Und ich so, was? So, aber okay, die Leute, die, ja, die... Ne, da gehen wir mal wieder zu jemand anderem. Wir machen hier unser Slash-Zufall. So, wollen wir jemanden auswählen, der beschert wird. Und entweder mit der Route oder aber mit Geschenken, Leute. So ist es nämlich bei Weihnachten. Entweder man kriegt Geschenke oder man wird bestraft. Und ihr könnt ja mal schreiben, wie es bei euch ist, was ihr für Geschenke bekommen habt. Oder kam bei euch nur die Route. Ne? Schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. So, der kriegt leider keine Geschenke, weil der ist nämlich hier direkt am Spawn noch. Tut mir leid, mein lieber Freund. Du musst leider... Dann warten. Dann muss ich halt erstmal weiter gucken. Gehen wir zu. Was ist denn das hier? Ah, die schreiben ja auch gerade mit Schildern, ne? Ho. So, und hat es gerade noch gelesen, glaube ich. Und dann denke ich wahrscheinlich auch so, wer hat das jetzt abgebaut? Wer war das? Und ich verstehe nicht, dass so viele Leute ein Optifine Cape haben, Leute. Ich hatte auch mal eins, aber irgendwie ist das weg. Aber ich würde mir niemals ein Optifine Cape holen. Ich meine, ich verstehe den Sinn davon nicht. Aber mich wundert's halt, ne? So, mal schauen, was der schreibt. Der Chris Roby. Schreibt was dann so was. Jemand hat mein Schild weggeschlagen. Wer war das nur? Hohoho, fröhliche Weihnachten. Wer könnte das nur gewesen sein, Leute? Wer könnte das nur gewesen sein? Geischlingen. Oh. Was soll das denn sein? Aha, da schreiben sie, sie tauschen hier so Adressen und so aus. Das ist aber nicht gut. Das finde ich aber gar nicht gut, Leute. Das ist. Nee, das ist nicht gut. Da muss jetzt hier gleich der Stab, tauscht niemals eure Interessen im, eure Adressen in Minecraft aus. Denn wenn ihr das macht, Leute, ihr wisst nie, wer das ist. Nachher ist das irgend so ein, ja, so ein ganz gruseliger Typ oder so und der weiß dann, wo ihr wohnt oder so. Deswegen, pass auf, Leute, das ist gefährlich, sag ich nur. Zack, 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 wow. Ja, das ist die Bestrafung von Santa dafür, dass man hier seine Adresse nicht preisgibt. Das ist immer ganz wichtig. Also Leute, passt da auf. Das ist nur, das soll gesagt sein. Und da schreibt schon einer einen Text, Askalter Fragezeichen. Richtig, denn immer wenn irgendwas auf dem Server passiert, dann ist es Askalter. Es muss nur der Regen angehen. Und die Leute denken, Askalter, hält das Regen an? Trollst du gerade? Ja, Leute, so ist das. Das ist echt schlimm teilweise. Deswegen, Leute, also die Leute haben keine Ahnung. Die denken einfach, das ist wie mit Aliens oder so. Man weiß nicht, was es ist. Oder auch mit irgendwelchen Phänomenen. Und wenn irgendwas passiert, irgendwie die Tür wackelt oder so, man denkt gleich, das war ein Geist, das war ein Geist. Aber in echt gibt es immer ein, ja, eine Ursache dafür. Aber so sind halt Leute, ne? Die nehmen halt immer das Naheliegendste
Und ich meine, dass ich ja trolle, das ist ja auch sehr... Wow, was sind denn die hier? Oh, ich dachte schon, die haben das selber gebaut. Aber nee, sie sind ja immer noch am hier spawnen. Ne, am Spawn ist nicht cool. Wir wollen woanders Geschenke verteilen. Ja, die sind alle da am Spawn hier. Alle am... Ja, ich meine, Spawn-Party ist natürlich auch cool, ne? Besonders an Weihnachten. Ja, mich selber auswählen wäre nicht so cool. So, die hatten wir ja vorhin schon am anderen. Luca und seine Crew. Der nächste ist... Jurassic Crafter. Das klingt zwar ein cooler Name. Das erinnert mich so ein bisschen an Jurassic Park. Ja, so Jurassic... Oh! Der baut hier aber eine schöne Base, ne? Also das ist immer eine schöne Base. Und für so eine schöne Base, Leute, da gibt es auch mal richtig Geschenke, glaube ich. Ich hoffe, das hat er nicht gehört, aber eigentlich, das müsste er gehört haben. Eigentlich. Aber ich weiß es nicht. Trotzdem, wir geben ihm mal Geschenke. Und Leute, wir sind mal heute nett. Wir holen uns mal den fetten Diamantblock. Ja, wenn man nicht weiß, was hat denn das für eine ID? Da gibt es hier so den fetten Tipp, IdemDB. Und dann wisst ihr, 57 ist das. Ja, und dann würde ich mal sagen, kriegt ihr mal ein schönes Geschenk. Und wer jetzt meint, Askel, das ist echt übertrieben, der muss weiter gucken, Leute. Der denkt sich wahrscheinlich jetzt so, okay. Und Jurassic Crafter denkt sich so, what? Und jetzt wollen wir ihnen hier auch mal weiterhelfen, der will das wahrscheinlich hier alles aus Holz haben. Denke ich mal, dass er diesen Raum aus Holz haben will, würde sich jedenfalls anbieten, ne? Das wollen wir auch mal abnehmen, diese Arbeit. Das ist ja auch echt Arbeit, ne? Stell dir mal vor, aber er hat dann nicht mehr gerafft, dass da jetzt Diamanten sind. Ne, er baut hier so ab, denkt so, ja, ich baue hier schon ein bisschen ab und so, ja, alles klar. Aber eigentlich, er müsste es jetzt schon begriffen haben. Moment mal, wenn ich nach links gucke so ein bisschen, ne? Und ich weiß ja nicht, er müsste es ja eigentlich sehen. Dann sieht man Diamanten. Ja, Jurassic Craft, dann guckt da mal doch mal hin. Na, Leute, die Leute. Aber ihr seht, der macht gerade gar nichts. Der steht einfach nur rum. Denken sie wahrscheinlich so, was ist denn los? Da schreiben wir noch nicht mal was in Text gerade. Merkwürdig. Also, Jurassic Crafter, was ist denn da los? Wahrscheinlich ist er gerade AFK. Das trifft sich eigentlich gut. Nein, nicht. Das ist nicht echt jetzt geleftet, oder? Das ist nämlich sehr schade. Weil wenn ich... Doch, Leute, ist einfach geleftet, nein! Ich dachte jetzt so, ja, der freut sich hier mit Diamanten so als Geschenk, aber ne, dann nicht, dann läuft er einfach, du. Na Leute, also so traurig ist das hier. Na, es ist aber auch schon spät, es ist gerade 1 Uhr morgens, da müssen wir eigentlich auch schon die meisten schlafen, sag ich mal, ne? So, ihr habt recht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wollen mal hier trotzdem ein bisschen nett sein, hier so eine kleine Bescherung hinterlassen, falls du das Video siehst, fühle ich geehrt, hier so ein kleines Geschenk für diese schöne Base. Ich hoffe, die wird nicht gegrieft. Das wäre nämlich sehr, sehr schlimm, Leute, wenn die gegrieft werden würde. So, deswegen passen wir auf. Und was wir als nächstes tun, wir tippieren uns wieder irgendwo hin und schau mal. Das ist doch mal ein schöner Wow. Leute, das ist mal eine sehr coole Base, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesen neuen Türen. Wow, das ist echt... Die gefällt mir sogar, mein lieber Freund. Nein, wieso... Jetzt sagt nicht, dass er auch wieder weg ist. Leute, wieso gehen denn alle weg? Naja, egal, dann kriegt er auch ein Geschenk jetzt. Dafür, dass wir mal wenigstens in seiner Base waren. So, auch wenn wir nicht trollen konnten, kriegt er ein kleines Geschenk. Naja, Skala verteilt Weihnachtsgeschenke, so läuft es hier anscheinend. Oh, da ist er am Spawn. Aber da ist gerade jemand anders gespawnt, da wollen wir mal hin. So, Leute, jetzt sind wir auch wieder bei diesem FIFA und dem anderen Typen hier. Und ihr seht mal hier, was sie alles geschrieben haben. FIFAs Zimmer privat, Zutritt verboten, mit Erlaubnis. Chris Tobi, Zimmer privat, Zutritt verboten. Kiste für öffentliche Sachen, niemand greift den anderen an, wir sind ein Team. Das finde ich ja halt immer sehr schön gemacht und auch die Idee dahinter finde ich immer ganz schön. Das Problem ist, dass es immer so eine Rabauken gibt, die sich nicht daran halten. Leider, ja. Ein Acker. Nur ein Acker ist schon was anderes, ich würde es eher so als, ja, wie soll man das beschreiben hier, ne, so als kleine Minen. Ja, wie auch immer man das beschreiben soll. Dann wollen wir mal folgen hier. Was haben wir denn hier schönes alles? Was würde denn passieren, wenn wir hier ein bisschen TNT hätten? Ja, ich weiß auch nicht, ob das hier überhaupt funktioniert. Das wollen wir mal austesten, ja? Das ist natürlich, bin ich mal sehr gespannt. Was passiert, wenn hier so ein bisschen TNT gezündet wird? Ist natürlich nicht cool, Leute. Aber eigentlich müsste nichts passieren und... Oh, Leute, ihr habt es gesehen. Da ist was passiert, Leute. Und ihr wisst ja, Pressure Plates und TNT, das ist keine gute Mischung. Das heißt, falls jetzt einer auf die Pressure Plate treten sollte... Oh! Leo! Das war dann nicht so schlau. Oh, das war's mit dem Weihnachtsgeschenk. Aber ich finde, der hat echt schon ein schönes Zimmer gehabt. Keine Teleportanfragen annehmen.
Ja, Leute, ich muss sagen, das ist jetzt ein bisschen, oh, blöd gewesen hier. Ein bisschen, oh, lass die Sachen privat, lass es liegen. Das ist ja so, oh, aber hier sind so viele Silberfische, wieso das denn? Das ist auch eine gute Frage. Und die denken sich wahrscheinlich so, what the Silver Zeug. Die denken sich wahrscheinlich so, was zum Askalter ist da los? Das würde ich mir nicht jetzt auch denken. Was ist denn da los? Ich schreibe schon, in den Chat so, als ob. Als ob da jetzt unsere ganze Base kaputt ist. Als ob. Ja, und wie kann man sowas entschädigen? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist Christmas. Es ist Weihnachten. Da beschenkt man eigentlich und nimmt nicht. Aber ich weiß, es ist ein Weihnachtstroll. Deswegen, Leute, man muss auch ein bisschen trollen. Und deswegen. Ja, nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool hier. Die haben so viel gearbeitet, nämlich ist alles weg. So, dann kriegen die hier einen schönen Kasten. Die müssen ja auch wieder, die müssen was Neues bauen, glaube ich. Deswegen kriegen sie hier so eine schöne Santa-Kiste. So, da haben die ja so eine Santa-Kiste. Und dann kriegen sie immer ordentlich Sachen zum Bauen. So richtige Bausachen, das will wahrscheinlich jeder mal haben. So richtig schöne Sachen zum Bauen. Ja, das hatten sie, glaube ich, noch gar nicht so gehabt. Jetzt muss ich ja wohl leider hier mein ganzes TNT wegschmeißen. Ist ja erstmal ein bisschen, sowas hier, ne? Ich meine, zum Glück, da war ja jetzt nicht so viel, was wir gesprengt haben. Ja, genau, Diamanten gibt es natürlich auch hier. Für diese schöne Base. Weiß nicht, also mit 64 Diamanten für jeden, also 32, wenn sie sind eigentlich gut bedient. So. Mal gucken, ob er es sieht. Ich glaube, ja, er guckt rein und er wird es sehen. Hoffe ich doch, ne? Hat es gesehen? Ich weiß es nicht. Er muss vielleicht nochmal reingucken. Gucken wir nochmal rein. Oder auch nicht. Aber Leute, er denkt sich jetzt wahrscheinlich so. Guckt rein und denkt so. 64 Diamanten? 64 Diamanten? Mach wieder zu. Und er glaubt es wahrscheinlich. Er denkt sich so. Alter, ey. Ey, FIFA, da sind Diamanten drin. 64. Und FIFA denkt sich so, als ab. Schau nach mal rein. Oh, und jetzt schreibt er ein Schild. Jetzt schreibt er, wow, tatsächlich, guck da rein. Und wenn ich jetzt FIFA würde, würde ich einfach rausnehmen und würde nie wieder ankommen. Ich würde mich einfach damit aus dem Staub machen. Alles weg. Ja, er hat die Diamanten tatsächlich genommen. Und ich, wenn ich jetzt der Christ Robi wäre, würde ich den schlagen und die Diamanten an mich reißen und würde dann abhauen. Ja, Leute, so würde man das machen. Es sei denn, das sind, ja, ihr seid, zuckt das Schwert, ihr seht, da hört die, bei Diamanten hört die Freundschaft anscheinend auf. Ja, Leute, da ist das, so ist das hier. Alles weg, schreiben die im Schild. Die sind anscheinend nicht im TS, sondern die einfach nur mit Schildern kommunizieren, die hier. Also, der freut sich hier, der FIFA, der alle Diamanten jetzt hat. Leg es zurück! Los! Komm, sie streiten sich schon. Da hört die Freundschaft auf, Leute, bei den Diamanten. Das kennen wir alle. Ja, und er legt die Diamanten nicht zurück. Doch, tatsächlich, Leute. Der hat die Diamanten zurückgelegt. Wahrscheinlich denken sie sogar noch, das war schon vorher da drin. Also wenn die so weit denken, okay, das haben. Guck mal, das ist auch noch heil, ne? Ich weiß gar nicht, was da jetzt alles in die Luft gegangen ist. Ich glaube, das waren nicht viele. Ich hoffe es jedenfalls. Wahrscheinlich denken sie, hey, das war doch bestimmt vorher schon, oder? So. Wir teilen. Ja, ihr seht schon, jetzt schreien sie so. Wir teilen! Ja, so soll das anscheinend sein. Sind also gute Leute, die teilen sich das wenigstens, das finde ich gut. Das ist auch geschrieben, dass ein Leges zurück, ne, und der hat es gemacht. Also das ist, sowas finde ich dann wieder gut, so ein Teamwork. So muss es auch sein, Leute. Und jetzt seht ihr hier Schilder. Ich bin mal gespannt, was da jetzt geschrieben wird. Oder vielleicht denken die auch, das ist eine Beute, so eine Art Raubzug. Dass sie so denken, so, jo, das war eigentlich von jemand anderem, aber wir teilen uns das jetzt auf und verpissen uns. Dann machen wir uns auf den Staub. Das kann natürlich auch sein, aber... Wir schauen einfach mal, was auf diesem Schild jetzt stehen wird. Ich bin so gespannt, was schreibst du da? Christ Robi, der in Spider-Man genannt. Ach Mann, das ist scheiße. Die ganze Mühe umsonst. Ja, Leute, so ist das Leben. Es gibt immer diese bösen Griefer und die machen alles kaputt. Aber es gibt natürlich dafür auch die Entschädigung. Glaube ich jedenfalls. Was meint ihr dazu, Leute? Was findet ihr so von solchen Leuten, die dann irgendwie... Oh. Ja, aber Leute, das ist immer, wenn man so seine Adresse im Internet schreibt, muss man aufpassen. Deswegen, da muss auch mal ein bisschen getrollt werden, oder? Damit man auch mal weiß, sowas macht man nicht. So, das werde ich dann auch nochmal schreiben. Schreibt nie privates in Minecraft. Also eine kleine Moral der Geschichte. Okay, FIFA. Das werde ich dir nie verzeihen. Ihr wisst, es gibt eine Sache, die ich nicht abkann. Und das ist, wenn jemand meine Schilder abbaut. Bevor die... Ihr wisst schon. Deswegen... Adios, amigos.
Deswegen, also sowas ist das Einzige, was sie überhaupt nicht abkann. Und ich hoffe jetzt für ihn, dass er die Dias nicht im Inventar hatte. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Da hat die Gier wieder Hirn gefressen. Oder Gier frisst Hirn, sagt man auch so schön. Das ist da gerade passiert. So, jetzt ist auch schon jetzt FIFA, geht zur Base. Weil Chris Ruby, der traut sich nicht. Er denkt so, das ist bestimmt Lava, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Und dann, ich weiß nicht, wer von den beiden ist ein Diamanten im Inventar hat, aber das war auf jeden Fall dumm. Denn ja, wenn man Diamanten ins Inventar legt, und wobei, ja, die haben es auch nicht mehr in die Kiste gelegt. Deswegen, Leute, also, da hat wieder die Gier das hier hingefressen. Oh, hier steht schon hier so, das ist bestimmt Askalta. Aber wenigstens ist es richtig geschrieben, ne? Ja, Leute, das bin ich tatsächlich, aber Leute, weil wir Christmas haben, oha. Der, wo ist der denn hergekommen? Ja, will ich euch natürlich auch ein bisschen helfen. Ja, weil das war ja natürlich jetzt uncool, was hier so geschehen ist, das kann ich natürlich einsehen hier. Ja, es tut ihm auch mal so ein bisschen leid. Deswegen wollen wir hier ein bisschen die Höhle ein bisschen verschönern. Mit so ein bisschen Holz und so. Ja, natürlich so in Askalda-Style. Ich meine, wer will nicht eine Base von mir gebaut bekommen? Eine schöne Base. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so der Beste im Basebauen bin, aber... Trotzdem auch, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Oder was meint ihr, Leute? Was haltet ihr von dieser Base? Würdet ihr nicht eine von Askalda erbaute Base haben? Das ist eine sehr gute Frage, die wir vielleicht in einer anderen Folge von Askalda True World klären müssen. So. Ich meine, es ist in Ordnung. Ich glaube, es ist vielleicht nicht so ganz so schön, wie es vorher war. Wobei der vorher auch nicht so viel war, glaube ich. Aber ich hoffe, das ist okay. Aber Diamant natürlich, das ist jetzt... Ja, das ist halt leider so. Kann man nichts dran ändern. Wir sind voll die Trollopfer, schreiben sie schon. Na, bin ich mal gespannt. Also, die kennen anscheinend die Trolls. Die meisten, ihr seht schon, der schreibt jetzt Doppelpunkt.de. Also, die nehmen das mit Humor. Das ist auch immer wichtig. Wie sagt man, weil manche nehmen das halt zu ernst. Es ist halt ein Spiel. Also, Minecraft ist ein Spiel, ne? Und deswegen also, soll man nicht zu ernst nehmen. Gerade nicht an Weihnachten. Deswegen werden sie natürlich auch reichlich belohnt. So, was steht hier? Unsere Sachen sind auch weg. Ihr wart zu gierig. Ja, aber ich habe das Gefühl, das sind nette Leute, auch wenn sie gierig waren. Und meine Schilder abgebaut haben. Das ist nämlich so der... Das ist so der Knackpunkt. Wenn ihr nicht meine Schilder abgebaut hätte, als ich noch geschrieben hätte, dann... Ja, Leute, dann wäre das nicht passiert, glaube ich. Wieso? Wieso? Gib uns die Sachen wieder. Ja, Leute, ich glaube, da das eigentlich nette Leute sind, und das kann man auch, glaube ich, bezeugen, gibt es doch noch eine Belohnung für die Christmas-Leute. Und was wäre das außer Christmas-Geschenke? Bedrock. Nee, Leute, natürlich kein Bedrock. Ihr seht, die suchen jetzt die Kisten. Ich so, oh, Askalda. Und ich meine, wir haben jetzt schon ein Stack, die es gegeben. Das ist ja deren Schuld eigentlich, dass sie so gierig waren. Und ich meine, wenn die jetzt zwei Stacks geben, das wäre natürlich auch unfair gegenüber denen, die gar nicht zwei Stacks bekommen. Deswegen kriegen sie jetzt 16 für jede Kiste. Was ist dann deren? Ich finde andere extra schreiben. Nicht öffnen. Ja, haben sie schon geöffnet. Naja, da konnten sie auch nichts für. Nicht öffnen. So, ich schreibe das einfach mal. Jetzt werde ich die nämlich öffnen. So, hatte die jemanden so wieder reingetan, ne? Es geht nämlich jetzt um die Gier. Ich will mal schauen, wie gierig die sind. Also. Ich werde einfach das jetzt auf nicht öffnen sein und so tun, als wenn ich nicht da wäre. So. Und jetzt einfach. Bye, bye. So, mal gespannt, wie die reagieren werden. So, ob sie die nehmen werden oder die Kiste dann irgendwann öffnen. Ich meine, wenn ich das wäre, wenn ich so der FIFA wäre, würde ich so denken, ach, wenn der weg ist, dann nehme ich mal die Kiste. Nimm mir das. Aber ich glaube, die werden das bestimmt öffnen. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir müssen einfach nur warten. Ich bin irgendwann da noch zu neugierig. Ich bin mal gespannt, was sie tun werden. Wenn sie mich öffnen, dürfen sie es nicht behalten. Wenn sie es nicht öffnen, dürfen sie es... Okay, sie haben alles geöffnet. Aber ihr wisst, was das heißt. Sorry. Aber das war ein Fehler. Das war die Falle. Ja, Chris Derby. Das war nicht cool. Also, Leute, nee, das ist wieder so die Gier, ne? Also, man sollte zu Weihnachten... Oh, da haben sie tatsächlich auch alles rausgenommen, außer hier. Man sollte zu Weihnachten lieber nicht so gierig sein. Denn das ist auch immer so ein Ding mit Geschenken, ne? Da habe ich auch einen dieser angestimmt, was hältst du davon, dass die Leute immer... mehr Geschenke wollen, immer gieriger werden. Ja, Leute, ich finde, bei Weihnachten
das Wichtige daran sind nicht die Geschenke, sondern der Gedanke dabei, ne? Dass man halt auch seinen Liebsten etwas schenkt, was vom Herzen kommt. Deswegen geht es nicht darum, irgendwie die neueste PlayStation oder das neueste Spiel, was Unmengen kostet, zu bekommen, sondern einfach mit der Familie zusammen zu sein und etwas geschenkt bekommen, was vom Herzen kommt. Leute. Das ist das Wichtige. Und deswegen auch an Weihnachten, Leute, seid nicht so gierig, sondern seid zufrieden mit dem, was man bekommt. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ja, Leute, das ist nämlich das Wichtige. Nicht die Geschenke, sondern ja, das Gemeinsame. Dass man der Familie schöne Tage verbringt. So, und die denken sich wahrscheinlich so, oh, wir waren so gierig. Und ja, Santa sagt. Nächstes Jahr keine Geschenke. Nächstes Jahr keine Geschenke. Grund zu gierig. Grund zu gierig. Genau, als ich auch Bye-Bye geschrieben habe, ne, da haben sie schon so gedacht, ey, wir öffnen die Kisten, ist ja nicht mehr da. Und das ist auch der Grund dabei, ne? Grund zu gierig, ich bin mal gespannt, was sie jetzt schreiben. Scheiße, wahrscheinlich, ach, Alter, du Penner, du hast nicht alles genommen. Ich meine, ich finde das Haus jetzt eigentlich so viel schöner als vorher. Ich meine, dadurch, dass ich da ein bisschen was gesprengt habe, haben die jetzt, zwar die Treppe ist weg, diese schöne... Was ist das, wie nennt man sowas? Ich habe das leider vergessen auf Deutsch. Wie man das nennt hier, diese schöne, ich glaube, wie heißt das? Wende? Wer ist das auf Deutsch? Leute, ich tut mir leid. Mein Deutsch ist irgendwie schlechter geworden. Dieses, wie nennt man sowas? Ich glaube nicht Wendeltreppe. Ich habe keine Ahnung, wie man das nochmal nennt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. Die schöne Treppe ist zwar weg, aber an sich haben die jetzt eine schöne Holzfläche. Und was schreiben sie? Santa sagt, nächstes Jahr keine Geschenke. Was haben sie gemacht? Warum waren wir gierig? Gierig, sorry. Ja, Leute, nee, nicht sorry. Ihr wisst ganz genau, warum ihr gierig seid. Wenn nicht, dann werde ich sie jetzt im Video sehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die tun mir so ein bisschen leid, deswegen kriegen sie auch noch ein bisschen was. Auch wenn sie gierig waren. Ne, ich meine, die hätten jetzt theoretisch jeder ein paar Diamanten. Ein Stack plus 16 mal 16, 16 plus 16 plus 16 Diamanten haben können. Aber sie waren zu gierig und deswegen ist es für jeden leider nur 4 Diamanten. Tut mir leid. Und du, tut mir auch leid, kriegst einen Klaps auf den Hintern und das reicht dann auch. Ja, Leute, also das war's mit diesem Troll. Ich hoffe, er hat euch gefallen und auch mal so ein bisschen mit Moralen hinter der Geschichte. Genau, könnt ihr auch nochmal schreiben, was ihr von Weihnachten genau haltet, generell von der Sache, dass die Leute halt immer mehr wollen oder generell von Leuten, die halt sehr viele Geschenke wollen. Vielleicht kennt ihr es ja auch aus der eigenen, von den eigenen Freunden, die dann sagen, oder wenn man dann selber so sagt, ja, was hast du denn bekommen? Und man sagt so, ja, ein Duschgel und dann fragt man so seinen Kumpel und du, ja, also eine Smartwatch, eine neue PlayStation, dann noch das neue iPhone 6S und dann das und das und das habe ich noch bekommen und man denkt sich so, aha, okay. Nee, Leute, also da würde ich mal gerne wissen, was ihr so von sowas haltet, was euch wichtig ist und wir haben nichts gemacht und werden getrollt. Ja, das ist es ja, ihr habt nichts gemacht und wart gierig. Nee, Leute, was war's denn mit dem Troll? Ich werde mal schauen, ich werde mal ein bisschen mit denen schreiben. Mal schauen, vielleicht kriegen die ja nochmal eine Belohnung. Ansonsten, naja, die Belohnung haben sie ja eigentlich schon bekommen, aber verkackt. Aber vielleicht bin ich nochmal großzügig, gerade weil Weihnachten ist, und kriegen sie nochmal diese Diamanten her. Wobei, ja, das kriegen sie, haben sie sich eigentlich verdient, glaube ich. Es ist Weihnachten. Und damit wünsche ich euch auch nochmal einen schönen zweiten Weihnachtstag. Genießt die Tage, der letzten Weihnachtstag. Ja, dann macht's gut, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.